So, dann melde ich mich am Sonntag, den 7. Februar zurück. Diesmal handelt sich es hier in dem Video, werden hauptsächlich die deutschen Werte bzw. die DAX-Werte besprochen, also die Top 7 im DAX. Und gleichzeitig nochmal kurz einen Blick auf den DAX selber geworfen. Also zu. Fangen wir mit Bayern. Hier hätte es, oder hier gab es einen bullischen Abprall am EMA 200. Hier sind wir fast immer im Wochenchart unterwegs. Erreichte nicht ganz das Level von 10,10 und fiel in dieser Woche zurück unter den Unterstützungsbereich und direkt auf den EMA, nicht EMA, SMA 200. Den wollte ich ja mal bei den anderen Werten auch begutachten, ob der hier Aussagekraft besitzt oder nicht. Einfach jetzt mal nur hier lief er teilweise ganz exakt an. Hier lief er mit dem EMA 200 zusammen an. Also einfach nur im Hinterkopf behalten hier bei der Bayer AG im Wochenchart. Kann man hier schon Punkte genau erkennen, wo der Markt dann gedreht hat. Hier kann man gleich das Plus der Aktie geben. Gleichzeitig ist hier auch noch knapp darunter 2, 3, 3 Euro. Ist ein weiterer wichtige Unterstützung. Daimler ist das zweite Schwergewicht hinter BASF. Hier sind wir auch im Wochenchart unterwegs. Diesmal ist der SMA hier blau. Und auch wenn man hier jetzt hier zurückgeht, hier hat man irgendwie mehr Kursdaten zur Verfügung. Dann sieht man, hier wurde von unten angelaufen. Hier gab es ein kleines Antitschen, hier wieder und immer wieder ist er auch hier. Hier ist er ewig lang nicht mehr angelaufen worden. Auch hier kann man von einem SMA 200 sprechen, der Aussagekraft besitzt. Hier wurde es temporär unterschritten. Also sollte Daimler definitiv einen Wochenschlusskurs von unter 60 Euro vermeiden. Ein wichtiges Unterstützungslevel, ein Monatsunterstützungslevel liegt bei 55 Euro und hier wären also noch 10% nach unten. Da schauen wir kurz. Okay, bei der Bayer habe ich gar kein unteres Limit. Da ist nur der Stoppkurs wichtig bei 91,80. Dann kommen wir zur Allianz. Wochenchart. Hier sieht man, da ist auch der EMA 200 noch weit weg, genauso wie der SMA 200. Hier kann man sagen, nichts Großartiges, dass hier der SMA 200 eine Aussagekraft besitzt. Sonstige horizontale Widerstände, der würde hier knapp nach unten verlassen, kann aber auch noch hier leicht Prinzip verschoben werden, hier auf das Level von, was haben wir? Ja, 109, 137. Sonst gibt es ein gutes Unterstützungslevel, das 4, 5 Euro weiter tiefer liegt, also 135. Also keine 10% wie jetzt bei Daimler, sondern wenn man jetzt hier 10% abziehen müsste, das wären dann 13, 14 Dollar, da wird man Euro wird man hier auf 123 kommen und dann würden wir hier auf dem EMA, auf dem SMA 200 ankommen. Bei der Siemens-Aktie spielte der SMA 200 eben auch eine Rolle. Wie man hier sieht, kann auch jeder mit anderen Werten mal vergleichen. Ich habe den bislang eben auch eher außer Acht gelassen. Wird auch nicht unbedingt meine Priorität sein, sondern einfach nur ein zusätzlicher, ja, Indikator für eventuelle Unterstützungen. Muss aber natürlich auch gleichzeitig mit was anderem eigentlich verbunden werden, gleichzeitig treffen, damit der für mich eine größere Aussagekraft hat. Aber hier ist der Siemens-Kurs unter diesen Werten. Wichtige Unterstützung.
hat er gerade erreicht. Die nächste wäre 4 Euro weiter tiefer, etwa 5%. Und die nächste liegt dann nochmal 3, also hier wäre nicht ganz 10%, 8, 9% bis zu meinem letzten Unterstützungslevel. Das ist jetzt noch Xetra DAX, der SAP. Hier habe ich mal den Tageschart noch genommen, ist einer der stärksten Werte, ja, SAP. Und wie man eben auch hier sieht, liegt er an einem Unterstützungslevel auf, genauso wie auch hier der SMA öfters genau angelaufen worden ist, aber hier halt im Tageschart. Also hier hat SAP definitiv Potenzial zu drehen. Unter diesem habe ich jetzt hier nichts weiter rausgemacht, also muss SAP hier halten. Zu BASF. Ist relativ schwach, aber auch hier kurzen Rückblick, sah man das hier im 2011. Hier gab es wieder keine Daten mehr, weiter zurück. 2011 mal exakt aufgesessen worden ist hier, dass sich ja der SMA und der EMA 200 nahezu auf der gleichen Höhe sich befunden. Auch hier wäre es möglich, dass eine BASF direkten Boden gefunden hat. Wenn, dann wären hier maximal noch 3 Euro übrig bis zum Monatsunterstützung. Und hier gibt es noch eine FIBO bei 52. Also hier wären auch noch 10% Down-Potenzial vorhanden zu der extremen Unterstützung. Deutschen Telekom kann man eben auch sagen, dass hier der SMA ab und zu mal hier angelaufen worden ist, aber nicht wirklich so eine große Aussagekraft besitzt und hier eine Möglichkeit gibt, aktuell zu drehen. Oder was hatte dann noch Potenzial nach unten? Eben auch rund, na, nicht ganz 10%, 8%. Also im Hinterkopf, viele großen Werte könnten noch 10% fallen bis zu einer wichtigen Unterstützung. Deswegen schauen wir den DAX an. Möglich wäre zu Wochenanfang noch bis 9,1. Entweder direkt 9,1, aber da muss man echt wirklich schauen, ob da in etwa irgendwas hält, oder 9.000, aber auf Wochensicht wäre hier dann eine schöne Umkehrkerze möglich. Und naja, Extremfall würde ich jetzt auch nicht groß behaupten, sondern halt mögliches Potenzial bei 8, 7 etwa. Das wären dann rund 600 Punkte. Wären hier 6% bei 10% vom aktuellen Niveau aus, das wären 900 Punkte, 9,2 würden wir hier auf den Monatswiderstand treffen, auf den ersten. Also auch hier wird es dann theoretisch passen, wenn der DAX 10% abgeben, dann wären wir hier bei 8,3. Gut, mehr gibt es jetzt aktuell. Ich meine, jetzt habe ich auch, das Video ist eh schon 10 Minuten lang, aktuell nicht zu sagen. Bei ein paar Werten werden eben direkte Käufe angedacht, eng abzusichern oder auf Wochensicht abzusichern. Bei ein paar ist das Potenzial noch vorhanden. Also ich bin, ja, wie soll man es ausdrücken? Bin ich jetzt noch Bulle oder bin ich kein Bulle? Also ich gehe davon aus, ich habe jetzt in letzter Zeit, außer es fällt jetzt nach unten durch, habe ich sehr viele Trendwenden exakt definieren können. Hier bleibe ich dabei, es folgt hier vielleicht 9,1, also Montag noch fallende Kurse, aber nicht mehr
ja, besonders tief. Vielleicht auch nur im DAX und Nasdaq und Dow Jones sollten sich fangen, beziehungsweise überhaupt der Nasdaq ein, auf jeden Fall hat der Rebound-Potenzial. Aber gleichzeitig ist es natürlich der Fall, dass Asien mir da komplett einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Deshalb erstmal die Kurse Montag früh abwarten. Also dann kann man sowieso erst wieder sich neu positionieren. Danke und noch einen schönen Restsonntag.